Ich nehme immer alle Artefakte mit immer mit und das, was nie erscheint, das tue ich halt dann verticken. Das weiß Was ich doch übrig bleibt. nicht. Ja, ist doch alles okay. Herr Felix macht es schon sehr schlau. Wir Ups. sollten ihm vertrauen. Also, was soll ich jetzt machen, um mich um die Kühe kümmern? Ja, Kühe und Hühner. Nur dann. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag. Ich habe ein Rezept in der Zeche gefunden. Shane Ich sehe ein Glitzern in meiner Paprikapulver. Kristallkugel, eine Scherbe der Zukunft. Das Heute wird sind er die schon Geister geben. gut drauf. Ich denke, ich werde ein wenig extra Glück haben. Oh, sehr schön. Und Leben Hey, vom Land. Robin schreibt: Hey du, ich hatte etwas extra Holz rumliegen. Ich dachte, du könntest es eventuell gebrauchen. Pass auf dich auf. Ja, ich brauche immer Holz und ich habe auch immer Holz Wollten wir rumliegen. nicht das Upgrade Holz von eigentlich Hölle. bauen? Was sind denn da für Menschen? Ja, wir wollten alles Mögliche upgraden. Ratet Sowieso. jetzt mal jemand? Was machst du an der Truhe? Ich muss da hin, ich muss ja mich auch um die Viecher Ach, kümmern. übrigens, Lumi, ich habe den Meteoriten kaputt Wo ist gemacht. der Melkkübel? Ah, den habe ich noch. Lumi. Wie soll ich mich um die Viecher kümmern? Ohne Kübel, nix, nix, Lumi jetzt. Lumi. Ja. Ich habe den Meteoriten unten zerstört. Ach toll, was bei rausgekommen? Iridium. Sechs. Sechs Iridium, sechs, irgendwie ein paar Steine und zwei Geoden. Ach schön. Ja. Hallo, ihr Kühe. Ich habe euch ja noch nie gesehen, glaube ich. Okay. Die denken sich auch, willst Lotta du's denn? Lotterbell sieht Und wirklich wenn ich aus. das genau auch mit der Stimme. Ja, mit dieser Stimme, Hallo. willst du's denn? Hallo, Kuh, ich kann dich nicht melken. So Dich schön. kennen wir nicht, du hast kalte Hände, geh weg. Ich krieg steife Nippel. Der war nicht mehr witzig. Aber wie sehr mögen die dich eigentlich? Wo sehe ich denn das? Mögen die uns alle gleich? Nee, ne? Rechtsklick auf die Viecher. Da muss ich hinlaufen, den Viechern. Und warum verbinden wir nicht die beiden Stelle von denen? Weil es bisher Ich keiner gemacht suche nach hat. jemandem, der mir Kupfererz mal 20 bringt. Für Clint. Haben wir noch 20 Kupfererz? Ja. Stimmt. Wir haben 180, Ach glaube du ich. meine Güte, Also. bist du sicher? Hallo. Hallo, Ja. Hühner. Du hast echt was gut geleistet, Kind. Kann man die eigentlich auch Danke. schlachten? Nein. Ach, das ist ein unbrutales Spiel. Ja. Ich Kann habe man so gestern sagen. jemanden gesehen, der macht Stardew Valley Das ist wirklich nett von dir, ich ASMR. mag das. Ja? ASMR. Ja? Was? ASMR mit Stardew Valley. Der Let's Ja? Play das und flüstert dabei. Total schräg und das mögen die Leute. Okay. So, Leute mögen generell viele schräge Sachen. Ein Scary Movie Abigail, ich habe Wein für dich, damit du was zu trinken hast. Komm mal Was alle her. mögen. Wollt ihr euch das aufschreiben? Sebastian, gefrorene Träne. Unser Nein, Handy wo mag weißt du das denn Manga. jetzt? Ach du meine Ich Güte, habe eine bist du geheime sicher? Notiz aufgemacht. Ach so, was alle mögen. Ach so. Ja, lies mal vor. Also Sebastian, gefrorene Träne und Sashimi, Penny, Smaragd und Mohn, Vincent, Weintrauben, Preiselbeer, Süßigkeit, Mama, also Sams Einkaufsliste ist das. Mama mag knuspriger Barsch und Pfannkuchen, Papa mag Risotto und gerostete Haselnüsse und ich mag Kaktus, Ahornriegel und Pizza. Was war Also bei Abigail Sam. nochmal die zwei Sachen? Abigail, Amethysten und den Rest kann ich dir gleich sagen. Achso, ich dachte, da stand noch was drauf. Nee. Ich dachte, da Das ist doch, also für ich alle hatte diese waren Notizen nicht, das. das haben die neu eingeführt. Ich Ja, weiß, dass das ich haben alles sie wieder. nachgeschlagen habe, wenn ich was wissen wollte. Du hast einfach die Notizen durchgeklickt, weil du schon wusstest. Nein, wirklich nicht. Ich Also habe mich schon diese. gewundert, wo ich die erste bekommen habe. Das haben die vor 2 Jahren, wo ich das gespielt habe, noch nicht drin gehabt. Also die Meerjungfrauen-Show, da hatte ich das lustige Glück, das einen Tag vor der Meerjungfrau-Show bekommen zu haben. Also diese geheime Notiz. Und habe das dann aufgeschrieben, auch wirklich. Und bin dann dorthin und habe mit Emma gewusst, wofür das ist. Das Also wie war gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, wann hast du denn das Stardew Valley gespielt? was rausgekommen ist. Da gab es Ab schon die geheimen 17 Notizen. Uhr. Nein. Ich habe es ja dann nochmal wieder angefangen. Ach so. Und da war das Wie gesagt, ich glaube, geupdatet. die gab es noch nicht, wo ich es gespielt habe. Die kommen mir irgendwie so immer noch so verdammt neu vor. Und Ich da meine, ich konnte ich finde sie mit dem. gut, weil wirklich so bei Try and Error Klickst du rausfinden, was alles? die Leute wollen. Ja. Klickst gerade wie wild. Ja, ich kämpfe. Ach so. Klick, 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 klick. Ich mach mal ein neues Geld, ne? Irgendwann richte ich das Oder ein. Benni, soll ich dir erstmal ein ganz normales Schwert holen, was ein bisschen besser ist als deins? Weil Hol mir sonst mal ein war gutes Schwert, damit ich mich mehr wehren kann hier. Ich muss uns mal weglaufen vor den blöden Viechern. Okay. Ich finde es echt krass, dass ich keine mehr loote. Eigentlich findet man doch ständig irgendwie Schwerter und so einen Scheiß.
Ja, wann macht die Abenteuergilde nochmal auf? Hat schon offen. Die macht 17 Uhr zu. Nee, die macht bis 23 Uhr die auf. Ach so? Die macht immer mittags auf. Die sind so Brüder im Geist zu mir. Genau. Ich habe eine Bleirute gefunden, falls du die haben möchtest. Was ist denn eine Bleirute? Eine Fiberglasrute. Oh Leute, ey. Ein Glas-Tildo. Nee, eine Iridiumangel habe ich sogar. Knüppel 18 bis 27 Schaden. Also ich hätte irgendwas gerne, was besser ist als das, was ich aktuell habe. Benni, ja, machen wir dann. 27 Schaden wird besser sein. Ich habe dir so ein Drecksholzschwert gekauft. Ja, was 3 bis 7 macht, das ist schon richtig. Benni, machen wir dein Inventar bitte auf und geh einfach über das Schwert, was du hast. 3 bis 7. Hat gemacht. Deswegen ist das, ich habe das schlechteste Schwert von allen. Ich hol dir was und du kriegst mein altes Schwert dafür. Und ich habe auch nur das schlechte Schwert, weil Lumi ihr Schwert verloren hat, weil sie gestorben ist, dann mein Schwert genommen hat und nochmal gestorben ist. Du kannst meine Bleirute haben, jetzt hör mal auf hier rumzubitschen. Und deswegen habe ich kein Schwert mehr. Wer kann doch ein gutes Schwert haben? Aber die Bleirute ist kostenlos. 18 bis 27. Lumi ist nämlich geizig, weil es geht nicht um ihr Schwert. Benni, Lumi. Erklärst du gerade deinem Stream, warum ich scheiße bin? Lumi, ja. Hier gibt's einen und Felix. Stahl. Lass der mich mal ausreden. Nö. Ein Stahlfalken. Was möchtest du sagen? Ja? Ich habe gehört, wir müssen Felix unterbrechen. Aber jetzt red doch endlich mal, Felix. Danke, ich fühle mir eine positive Energie in diesem Geschenk. Hier, ich hol Benni jetzt. Lass dich nicht aufhalten von uns, ja? Also red ruhig, wenn du möchtest. Zack, 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 ab. Du kannst deine Bleirute weghauen. Hau die Bleirute weg. Blöde genau. Rute. Die Rute. So, Benni, du Benni lieb ist, gibt's nämlich die Rute. Du musst ja auch mal, Lumi, wir müssen Bennys Arbeit mal ein bisschen honorieren. Was ist denn für eine Arbeit? Guck mal, hier ist er sogar. Guck. Ah, da fährt er weg, ey. Achso, du wolltest mir was geben? Bleib doch mal stehen, das wusste ich nicht. Ich höre nicht zu, aber das ist nicht schon geklärt. Ich muss mir eine Sonnenblume geben. Sehr gut. Ach scheiße, ich muss das in eine Kiste tun. Du kannst das nämlich nicht verschenken. Ganz toll. Oh, jetzt haben wir die ersten Iridiumbahnen. Ja. Ja, ich würde ja gerne, aber du bist noch dran. Dankeschön. Dann kannst du dein Holzschwert dort in den Dingen hauen oder was weiß ich wohin. Oder in den Müll, das kriegen wir eh nicht verkauft. Wir haben die ersten Iridiumbahnen. Oh, ich habe noch eine Notiz. Ja, Benni, die Iridiumbahnen sind für die bessere Spitzhacke für mich. Ja, dann ist gut. Hier haben wir 6 Stück davon. Willst du vielleicht upgraden schon? Naja, momentan dürfte noch deine Kupferspitzhacke in Bearbeitung sein. Braucht, glaube ich, 3 Tage. Ich kann ja gleich nochmal vorbeigucken. Ach nee, ich kann nicht mehr vorbeigucken. Wir haben schon 16 Uhr. 16 Uhr macht er. Wenn du dies lesen kannst, komm zum Gemenwald. Bring Ahornsirup. Ne? Der Nachtmarkt ist nun geöffnet. Tada! Das ist erst heute. Sonst hätten wir noch nicht mehr. Hast du das, was du gerade gesagt hast, hast du das abgespeichert? Nee. Was hast du gerade vorgelesen? Ich muss mit dem Ahornsirup zum geheimen Wald gehen, das kann ich genau. Nicht merken. Das weiß ich. Der hat doch nach so einem süßen Zeug gefragt, oder? Da war doch so ein Ding. Ich kann euch sagen, was passiert. Nein, ich hab's gelesen, nee. Aber ich hab's noch nie selber gemacht. Ich mach's dann. Jetzt aber nicht jetzt, weil jetzt ist Nachtmarkt. Ich geh gerade zur Anlegestelle unten. Müssen wir da zusammen hin? Eine gute Frage, werden wir sehen. Ich gehe vorher nochmal bei Heli vorbei. Nö, glaub nicht. Doch. Cool, ich komme. Ernsthaft? Ah, cool, ich habe eine Sequenz. Ich bin unten beim Nachtmarkt schon da. Das ist eine Sequenz, Wahnsinn. Man kann da komplett. Was bist du für einer? Verhüllte Person, ich kann dich für 250 G nach Hause schicken. Okay. Das ist alles so mysteriös, ich liebe es. Das ist bestimmt Abigail, oder? Ja. Riechst du das? Die Luft ist voller Gewürze hier. Ich wünschte, ich wäre alt genug, zur Meerjungfrau-Show zu gehen. Oh mein Gott, was soll denn das sein dann? Yo, ich bin ein Schmied. Soll ich mal die Sequenz, die ich mit Haley habe, vertonen? Oder mein Vater war auch ein Schmied. Kannst du sie gerne vertonen? Ja, ne, wenn ihr Quatsch da. Also das Bild, das sieht echt geil aus. Also kurz bevor sie in Ohnmacht fällt oder so. Ich krieg dieses Glas einfach nicht auf. Der macht die Frauen besser als du, Ben. Guckt sich fragend nach mir um. Steht halt da mit so einem Glas. Und vibriert. Ausrufezeichen. Oh, du bist Felix, richtig?
Sag mal, du bist doch ziemlich stark. Ja. Großartig, dann solltest du ja kein Problem damit haben, dieses Glas für mich zu öffnen. Ich finde, das hört sich eher an wie eine alte Frau. Du bist wie eine Hexe, passt ja schon zu Helly. Ja. Zack. Aufgekriegt. Ach, du bist ein Held. Hey, du hast es geschafft. Du bist stärker, als du aussiehst. Wofür brauchen wir einen Iridium-Kamin? Was? Ich habe einen Iridium-Kamin. Einen Grabstein kaufen. Als Deko vielleicht? Jetzt habe ich mit Linus noch eine Sequenz. What the fuck? Der Winter ist manchmal sehr trostlos, aber Veranstaltungen wie diese machen ihn erträglich. Wo ist jetzt diese Meerjungfrauen-Show? Ich habe morgen einen Arzttermin. Vielleicht beruhigt die Meerjungfrauen-Show meine Nerven, aber was, wenn sie meinen, ich stache sie an? Oder? Hier gibt's große grüne Stöcke. Was? Große grüne Stöcke? Ja, große grüne Stöcke. Ich will einen großen grünen Stock. Ich kaufe jetzt einen großen grünen Stock. Ich glaube, das Boot hier mag ich am liebsten. Das ist was ganz Besonderes. Der Nachtmarkt ist auch neu, oder? Kaffee ist auch kostenlos, gell? Oh, ach so. Kaffee, es gibt Kaffee. Das ist einfach nur Dekoration für deinen Hof. Das war eigentlich Zeit ab, ja, ne? Oh, ja. Kaffee sollten wir auch jeden Tag trinken, gell? Oh, schön, hier kann man unendlich viel kostenlosen Kaffee haben. Also bis die Mail vor anschenkt, hole ich mir jetzt Kaffee. Also ich hatte gerade eine Sequenz mit Linus und er sagt gerade, ich habe eine Menge frisches, noch warmes Essen in diesen Tonnen gefunden. Dinge, die verschwendet wären, wenn ich sie nicht nehme. Ich hole uns ganz viel Kaffee. Wir sollten jeden Tag einen Kaffee trinken. Ich kann nur einen Kaffee holen. Ich habe jetzt schon den dritten. Bei mir sagt die Verkäufer, riecht das nicht lecker? Muss ich den drauf trinken? Er sagt, hättest du gerne einen Kaffee? Ich habe jetzt schon drei. Jetzt ist der vierte da. Aber du trinkst ihn nicht, oder? Nee, ich behalte ihn einfach. Kann ich nicht mehr. Dann loote ich bei uns für uns jetzt mal Kaffee. Aber ich mute mal hier links skizzen, die Meerjungfrauen-Show. Was steht denn da? Ich wollte nicht reingehen, weil ich nicht... Doch, da passiert nichts, wenn du reingehst, aber... Was ist das? Wir müssen das hier wahrscheinlich starten. Gehe ich davon aus. Tiefsee-Angeltour ist das. Na gut, dann machen wir die Tiefsee-Angeltour. Kostet aber ich mach sie auch. Ja, du hast schon für uns alle gestartet. Oh, sehr schön. Oh, sorry. Hast du deine Angel dabei? Weiß nicht, was da jetzt passiert, da müssen wir irgendwie runter, oder? Du siehst hier links doch, hier, da siehst du, dass es da runtergeht. Ach, nice. Wir haben kein Geld mehr, ne? Wir müssen uns gleich nach Hause schicken lassen. Wir haben 10.000. Ich meine, keine Zeit mehr, Entschuldigung. Was macht ihr mit dem ganzen Geld? Wir hatten 20.000. Du hast gerade 10.000 für mein Schwert ausgegeben, mein Schatzi. Ach ja, stimmt. Schatz, schön. Das wird romantisch hier. Romantisch wird's. Dann müssen wir die Meerjungfrauen-Show morgen irgendwie rausfinden, wie die geht. Was? Schon 0 Uhr? Ja. Ja, warum? Wie die geht? Geht da einfach rein? Bei mir weiß nichts an. Wo war die denn? Ganz nach rechts kommen. Jetzt ist zu spät. Wir werden hier elendig einschlafen und verrecken. Hier noch eine Batterie kaufen. Warum hast du jetzt? Batterien kann man immer gebrauchen. Aber doch nicht für 2.500! Das Geile ist, warte mal, es gibt hier noch Angebot für eine Batterie. Für 1.500, what the fuck? Du bist echt so ein Scheiß. Ich muss mich hier konzentrieren, ich hab einen Fisch. Ich nicht. Weiter oben für 2. Oh, eine große Milch, die können wir aber echt holen, die brauchen wir für ein Ding. Wir haben große Milch, haufenweise. Große Milch? Sehe, dass jemand was geschrieben hat. Ich muss mich aber konzentrieren, Fisch. Ich muss ganz schnell nach oben, sonst bin ich tot. Hallo. Mitternächtlicher Tintenfisch. Gehst du deiner Freundin fremd? Ich meine. Können wir wieder hier raus? Ja, wir sollten hier wieder raus, sonst... Ihr seid leider dran. Ich glaube, wir schaffen das nicht. Ich will hier raus. Weil der animiert ja noch ein bisschen. Ich glaube, wir schlafen im U-Boot ein, Lumi. Wie romantisch. Ich weiß nicht, ob wir im U-Boot einschlafen mit einem... Alles gut, Bright. Ich werde bei dir schlafen, Lumi. Ey, ich will hier raus! Okay, wir schaffen das nicht. Zumindest aufs Grundstück. Nope. Ich hab's in dein Haus geschafft, gerade so drei Fußschritte. Die Fischen müssen wir früher machen. Das wird teuer. Oh, aber morgen will ich die Meerjungfrau. Oh, Fischenstufe 3, das hat sich immerhin gelohnt.
Aber ich hab noch gar nicht... krieg ich direkt ein Level ab und Krieger, was ich die ganze Zeit versuche, passiert nichts. Du hast aber vorher auch schon mal ewig gefischt und gesagt, du hast kein Level abbekommen. Hab ich? Ja, okay. Vor ein paar Wochen. Meine Freundin. Boah, 4000 hat uns das jetzt gekostet, der Spaß kann das sein. Ja, dich vielleicht. Ach verdammt. Nee, 4000 hat es nie gekostet. Ich habe ja für 2500 eine Batterie geholt. Stimmt ja, die Batterie. Alter, wahrscheinlich jeden 1000. Gewesen sein, oder? Von Louis. Oh, Spaghetti wären jetzt auch geil. Kira sagt schon Lumi. Der Alkohol muss stark bei dir gewesen sein, oder? Toll, ich weiß nicht, wie viel es mich gekostet. Wo bist du jetzt verschwunden? Ich habe einen Tintenfisch gefunden, einen mitternächtlichen Tintenfisch. Ja, den hast du geangelt gerade. Ja, voll cool. Ich hatte keine Zeit mehr zu gucken, was ich gekriegt habe. Mich hat Linus nach Hause gebracht. Mich hat es gar nicht gekostet. Ich habe Sequenzen gehabt. Er hat gesagt, irgendjemand hat unsere Taschen durchsucht. Oh. Und er weiß nicht, wie viel sie genommen haben. So, ich muss jetzt hier mal... Taschen durchsuchen. Lass uns heute Abend mal pünktlich hingehen und diese Meerjungfrau-Show machen. Schau. Wollt ihr nochmal den Code haben? Haben wir noch Zeit? Du machst den Code, dachte ich. Für nochmal? Ich hab den Code, ne? Wenn ich Wiki nehme. Können wir nicht jetzt direkt hingehen? Ist es nicht ab sofort immer sofort da und nicht erst 17 Uhr? 17 Uhr. Sehr doof. Jeden Tag 17 Uhr. Schau, der blöde Enzian, mein Kind, Benny. Der Enzian. Benny, also, hast du überhaupt nichts weggehauen. Hä, wo habe ich denn das Hartholz gefunden? Unten wahrscheinlich irgendwo. Ah, ich soll ja auch mit Ahornsirup runter. Ich vergesse. Im Wald. Ja, jetzt warte mal. So, ich bin mal ganz kurz AFK. Haben wir Kupfererz, Lumi? Kupfererz haben wir genug. Das muss der gerade noch ausbrüllen. So. Ich soll ja Dingensbummens Clint Kupfererz zeigen. Ach so, ich glaube, du musst sie aber einzeln einsammeln, oder? Dass er die irgendwie wahrnimmt. Ich muss sie doch nur 20 Dingens vorzeigen, oder? Musst du 20 Dingens finden oder 20 Dingens zeigen? Nein, vorzeigen. Hm, dann muss es doch so gehen, ja. Ja, steht doch extra bei, du kannst die behalten. Ja, das hat er, das ist ja wurscht. So, ich trinke jetzt mal einen Kaffee. Und außerdem zweimal Hecht. Will Willi haben. Ach so, ich brauche eine bessere Axt, glaube ich, oder? Langt die Stahlaxt, um da runterzukommen? Wo runter? Zum geheimen Wald. Ja, der ist doch offen. Ach so. Ja, aber wenn ich schon da bin, dann würde ich auch gerne das Hartholz hacken. Also ich habe auch nur eine Stahlaxt. Okay, dann langt's rum. Hol dir mal Kaffee dann oben. Ich habe einen Kaffee. Mehr Kaffee. Du hast die Erze gemacht, die ich haben wollte. Großartig. Die Erze scheint genug Qualität zu sein. Du kannst sie natürlich behalten. Ich wollte nur sehen, wie es in der örtlichen Genese läuft. Und plötzlich hat er einen Frosch gefressen. Und hier mit gesprochen. Ja, mir ist eingefallen, dass er eigentlich eine Stimme hat, aber ich hätte auch schneller durchgehen können. Ist schon gut, Ben. So. Oh, ich habe eine Sequenz im geheimen Wald. Oh, mit einem Bären. Wie cool ist das denn? Oh, ich habe Angst vor dem Bär. Dieser Geruch, komm näher. Ich bin ein Bär. Ich mag Kursierung. Ich habe nicht jeden Tag die Gelegenheit, mit einem Menschen zu sprechen. Sieht so aus, als hättest du etwas Waldmagie in dir. Ach, sehr süß. Also dann, zu meiner Notiz. Hast du es mir mitgebracht? Bär, der schreiben kann, deswegen war die Schrift so blöd. Oh, dieser Duft, das riecht so süß. Es ist meine Lieblingssoße, die macht mich sehr glücklich. Oh, er freut sich. Will er mich jetzt fressen mit der Soße? Du hast heute einen neuen Freund gefunden, Lumida. Kann man Sachen nicht drehen? Ich habe etwas Besonderes, das ich dir zeigen wollte. Sieht aus, als ob er so ein Zipfchen da unten hätte. Kann man Sachen nicht irgendwie drehen? Der Bär hat dir besonderes Wissen vermittelt. Okay. Lachsbären und Brombeeren sind jetzt dreimal so viel Gold wert. Ja, schön. Mehr Kohle für uns.
Schnell kann man Sachen nicht. Doch, so kann man drehen. Ja, sehr schön. Geht auch. Noch ein Buch gefunden. Wie das aber ohne Controller geht, weiß ich nicht, wie man hier dreht. Moment mal, ihr habt die neu gesät? Was? Hast du um die Tiere gekümmert eigentlich die heute? Nee, mach ich noch. Ich bin schon dabei. Ich hätte es noch gemacht. Ich muss ja hier alles machen. Zumindest das Futter kann ich machen, aber ich kann sie, glaube ich, nicht melken, oder? Das hast du doch. Hast du das nee. Ich dachte, dabei? Wir hätten uns ursprünglich darauf geeinigt, dass der Melkkübel einfach immer wieder zurückkommt in die Ruhe. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass Lumi das einfach macht. Ich wollte es ja auch machen, aber er hat es jetzt schon gemacht. Achso. Ich bin auf dem Weg, also ich bin schon dabei jetzt. Ich kann auch wieder zurücklaufen, aber ich dachte, wenn ich jetzt schon hier bin, würde ich zumindest das Hartholz noch mit hacken. Also zwei Herzen habe ich bei Lotabel, oder war das Lotabel? Ne, war es Nunani? Nunani? Unsere Kühe. Und bei Lotabel habe ich anderthalb. Okay. Ich werde gleich Benny Spitzhacke abholen. Mal gucken, ob die schon fertig ist. Sehr schön, dann können wir nämlich meine hingeben. Und große Milch habe ich schon wieder jetzt gerade bekommen. Also wir haben dick große Milch. Gib mich bitte auch gleich dahin. 16 Uhr schließt er ja. Hä? Achso, du meinst deswegen der Hacke? Ich habe aber nichts dabei und ich hack gerade Holz, dann mache ich das morgen. Dann mach's morgen. Nüp, 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 nüp. Eier, wir brauchen Eier. Mach mal Eier, Junge. Mach doch mal was Richtiges, nicht immer so ein Schickimicki-Fraß. Sag mir nicht, ihr kennt das nicht. Nee. Du kennst nicht Rambo, der beste Koch der Welt? Nein. Musst du mal googeln. Ich kenne den veganen Black Metal Chief. Nein, Rambo, der beste Koch der Welt, ist eine Neuvertonung von einem Rambo-Film. Ach so. So wie hier, keine Ahnung, Lord of the Weed, so in der Richtung. Nur mit mehr Nivea. Oh, Leute, die Nivea anstatt Niveau sagen, sind sowas von out. Dann halt mit nix da. Wir haben jetzt 15.40 Uhr. Die Steine haben aber nichts in der Erztruhe zu suchen, meine Lieben. Ich weiß nicht. Aber ich habe noch was zum Verschenken. Ich habe so viel zu verschenken. Kaffee anbauen. Das macht voll den Unterschied in der Geschwindigkeit. Da erreicht man viel mehr. Hinwachsen und so, ne? Ben, das magst du doch so. Ja, total. Kauf mal Kaffee an. Bau mal Kaffee an. Ja, für den Frühling dann. Kauf mal Kaffee an. Ich kauf mal Kaffee an, ja. Ihr Mädels? Ja. Denk dran. Was? Naja, guck mal auf die Uhr. Ja, habe ich eben schon gesagt. Ich renne ja. Ja, müssen langsam mal wieder. Sollen wir mal noch ein paar Einlegsachen machen? Wir verschenken so viel, wir haben bald nichts mehr. Mach halt. Ich hab mir erst einen Kaffee. komm her, ich will Kaffee haben. Ja, ich will Kaffee. Kaffee hält aber nicht so lang. Oh, Moment, what? Machen. Wer bist du nochmal? Die Penny mag übrigens gar keinen Wein. Die verabschiedet, also die hasst das. Ah, stimmt, da war was, ja. So, mehr Jungfrauenshow? Ja, ich bin die schon an der Fischers Ding ist da. Ich warte auf euch. So, mag der Vincent Honig? Nee, was mag er auch nicht. Du wartest auf uns, wo bist du denn? Ich bin hier unten. Wo denn hier unten? Ich bin doch hier unten am Bootshaus. Ja, ich bin da. Ich doch auch. Wo ist denn jetzt diese blöde Meldungsfrauenshow? Oh, hier gibt's ein neues, Bild. Oh, das ist ja, das bin ich? Jeden Tag gibt's. Nee, das bist du nicht. Bild. Guck mal, das sieht aus wie ich. Das ach, will Quatsch, ich haben. Das ist Zufall. Holst dir doch. 1200 für ein Bild, Mann. 1200 für ein Bild. Ja. So. Und warte, ich sag euch jetzt die Kombi nochmal an. Ich glaube, wir machen es alle gleichzeitig. Noch nichts an, nein, noch nichts anklicken. Doch, Benny. Weil wir sind alle im gleichen Bereich. Ja, aber... Sexy. Geht übrigens schon los, Felix. Ja. Oh, sie singt. Ja. Ach, ist das schön. Und zwar ist die Reihenfolge, Benny. Ich das gespielt habe. Ja. Darf ich jetzt mal. Benny, die Reihenfolge ist 1, also von links, ne? Anklicken. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ne? Kann ich's? Oder die singt erstmal, glaube ich.
finde. Ich sehe eh gerade nicht, was ich hier mache. Oh, schön, oh, guck mal. Ja, dann war da halt noch. Das ist eine relativ dicke Meerjungfrau. Ich hab's extra nicht gesagt. Ich wollte nicht fies sein. Guck mal, die Schlanken schwimmen links und rechts vorbei. Homo-Wulster, ja. Adipös. Die Dicken können gut singen, so sieht's halt aus. Die haben halt das Volumen in der Brust. Jetzt haltet mal die Klappe, ich will sie singen hören. Schon vorbei. Homo-Wulster, Adipös. Die interessieren mich. Hallo, ihr da drüben. Halt noch. So, dann versuch's mal jetzt, Benny, 1. Ich kann noch nichts anklicken hier. Ach doch, jetzt. So, 1. 5. Ja. 4. Ja. 2, 3. Ach so. Hast du was bekommen? Ja. Ich habe Perle bekommen. Nee, Lumi, wir machen es zusammen. 1. Geht nicht. Ah doch. Ja. Ein seltener Schatz aus dem Meer. 4. 2. 3. Eine Perle. Kann man mit der Perle irgendwas machen, was sinnvoll ist? Können wir das unendlich viel machen? Nein. Geht nur das eine Mal. Kann ich gleich gucken, Benny? Ich will das nämlich übernehmen. Vielleicht geht's jeden Tag. Nein. Danke, das ist großartig. Nein. Danke dir. Nein. Gibt's einen Qualitätssprinkler für 1350 und einen Eichenbeistelltisch. Und Entenmayonnaise. Ach du meine Güte, bist du sicher? Ich schenke jetzt allen hier unser Bier. Ich schenke allen Honig. Danke dir, das ist ein äußerst interessantes Exemplar. Ach nein, das ist Vincent. Vincent mag kein Kaffee. Das ist ein super Kaffee, Geschenk, oder? Danke dir. Du kriegst jetzt einen Kaffee, Schatz. Danke, das ist wirklich nett. Er mag Kaffee. Langsam weiß ich, was er mag. Ganz ohne, dass ich gelesen habe, was er mag. Einfach, weil ich ihn besser kenne. Aber Abigail ist nicht da. Hallo Schatz, na, ja, nachts bin ich irgendwie entspannter. Ich könnte sogar etwas Schmuck kaufen. Ja, dann kauf halt das Schmuck. Ich hab noch mal. Warum ist das hier wieder kaputt? Hier ist die Brücke wieder kaputt. Ja, welche Brücke? Nur jetzt die nach rechts. Ja, weil du da nicht rüber kannst, während du das machst, wahrscheinlich. Nee, die Perle mag ich dir nicht schenken. Die kriegst guck mal, hier gibt's bei dem Engen gibt's eine Saisonpflanze. Saisonale Deko und so ein Spaß. Ja, das haben wir schon gesehen. Oh, Mensch. Ich hatte da okay. Übrigens ein lustiges Gimmick. Man kann die Zeit unterbrechen im U-Boot, indem man einfach ins Inventar geht. Nur im Singleplayer. Ja, nur im Singleplayer. Hab ich ja gesagt, das war alleine das Spiel. Gestern haben wir ja gemerkt, dass das im Multiplayer nicht funktioniert. Wir haben es gar nicht probiert, oder? Im Multiplayer geht es logischerweise nicht. Wir sind ja im U-Boot runtergefahren, Ben, und da sind wir eingeschlafen. Und ich aber wir haben das Ding nicht geöffnet. Das meine ich. Das nicht geöffnet. Das Inventar. Ach so. Die Perle ist ein besonderer Gegenstand, der nur während des Nachtmarktfestivals erworben werden kann. Es besteht eine Chance von 1%, es beim Fischen im U-Boot zu fangen. Andersfalls kann es innerhalb des Meerjungfrauenbootes erhalten werden, indem man auf die Muscheln hinter reinfällt. Ja, dann nehmen wir die erstmal auf, oder? Braucht man nicht für irgendwas? Verkaufspreis 2500 Gold. Aber nicht so viel. Ich heb meine auf. Ich will die nicht verkauft haben. Ich steck sie aber in irgendeine Truhe. Bitte nicht wegnehmen. Die bringt ja auch. Ido. Ich will sie aber haben. Ja, dann hab sie halt. Wir sind Sammler. Ach, und hier, ihr könnt jetzt, wenn ihr mal wollt, 0.40 Uhr an den Busch hier unten klicken. Ich mach's mal. An was für den Busch? An dem, wo ich gerade stehe. Wo bist du denn? Da, hier, weiter oben. Ah, scheiße. Jetzt klick mit den präzisen Angaben. Klick an ihren Busch. Da jetzt hier oben. Eigentlich 0.40 Uhr an dem Busch klicken, aber das geht wahrscheinlich nicht, weil jetzt gerade ein Event ist. Du hast mich letztes Mal schon hingebracht und da ist nichts passiert. Ja, 0.30 Uhr war das. Aber so, ich hab's nochmal nachgelesen, dass das 0.40 Uhr ist. Oh. Was kannst du eigentlich? Ja, schimmeln wahrscheinlich. Kann ich, atmen kann ich. Und schimmeln. Und schimmeln, genau. Schimmeln kann ich auch. Brot kann schimmeln, was kannst du? Denk an die Zeit, ne? Oh shit, ja. Zu spät. Ich wollte noch die Quest annehmen. Ich dachte, hey, komm, guckst du halt nochmal die paar Sekunden. Nee. Jetzt geht die Tastatur nicht richtig. Lauf, Mädchen, lauf! 1,40 Euro. Zumindest auf unser Grundstück, dann ist es, glaube ich, billiger. Ja. Kennst du jetzt bitte mal funktionierende Tastatur? Schnell in Lumis Haus gehen. Schnell in mein Haus gehen. Grundstück. Vielleicht schaffst du Lumi sogar noch ins Haus. Ich schaff's sogar noch in dein Bett. Nein.
Ich bin vor meinem Bett liegen geblieben. Ich bin vor meiner Tür liegen geblieben. Vor der Tür. Das ist irgendwie eingeschlafen. Das kostet. Für diesen einen, für das einfach. Sammeln Stufe 8. Axteffektivität Wildbärenernte habe ich plus bekommen. Warum kriegst du denn alles? Teleport Totem Hof. Ich mach so